Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kurzen Video mit dem Tobias Steinhäuser vom YouTube-Kanal Tobias Steinhäuser. Hallo lieber Tobias, schön, dass du wieder dabei bist. Hi. Wir hatten ja gerade ein Video aufgezeichnet, das habt ihr schon gesehen, zum Thema die Gefahren von gewissen Ernährungslehren. Anthony Weem und Arnold Ehret haben wir herausgegriffen. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Parasitenkur erwähnt, da gab es ja auch so einen Hype, und dass das auch ziemlich schief laufen kann. Und da hatte Tobias die Idee, wir machen noch mal ein Video zum Thema Angst, wie man mit Angst auch Dinge verkaufen kann, ne? Oder Menschen in eine gewisse Richtung treiben kann. Ja. Tobias, dann gebe ich gleich mal an dich ab. Ja. Bei dir sprudeln dann schon die Ideen und die Gedanken dazu. Dann teilt das. Also für mich war halt damals nur interessant, du hattest es im letzten Video auch angeschnitten. Damals hat der Alex Green so Parasiten-Hype ausgelöst und da sein Buch verkauft und Parasitenkur. Und super viele haben das auch gemacht, aber hatten dabei auch super schlechte Erfahrungen dabei. Und das war halt wirklich so ein extremer Hype und sehr kurzfristig und genau, sehr gehypt. So, über einen kurzen Zeitraum sehr stark. Und da ist mir halt aufgefallen, sowas funktioniert halt meistens nur, wenn man irgendwie sowas verkauft oder die Leute fahren da so drauf ab, weil man halt, entweder man schafft irgendein Feindbild oder man arbeitet halt mit Angst so. Und das habe ich halt gemerkt, so viele Leute, so die hören dann von diesem Thema Parasiten. Und genau, das Parasitenthema ist auch ein wichtiges Thema, aber das Wichtige ist halt, dass man da nicht in diese Angst reingeht. Und viele hören davon und haben dann total Angst, oh, jetzt bin ich besessen und die Parasiten in mir sind total schuld, dass alles so schlecht ist bei mir, gesundheitlich oder psychisch. Und dann hat man halt auch wieder genau eben ein Feindbild und man übernimmt gleichzeitig häufig nicht so sehr die Verantwortung dann so, weil man ist ja nicht selber schuld, sondern die Parasiten in einem. Und schiebt dann alles darauf so, ja, ich kann nicht so mich richtig konzentrieren, weil die Parasiten so. Und ja, dann denkt man immer, ja, das ist diese Allheilmittellösung, dass man die Parasiten los wird. Aber die Parasiten, so gibt es ja auch das berühmte Zitat, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. So, und bei Parasiten ist es halt genauso, dieses Milieu ist das Wichtigste. Und das muss man langfristig sowieso ändern. Man kann da auch kurze Fastenphasen und so weiter. Oder mal eine Parasitenkur ist nicht verkehrt, kann man alles einbauen. Aber meistens, so wie das zum Beispiel damals bei Alex Green verkauft wurde, war es halt super auf diese Angstschiene gefahren. Und deswegen hat es halt so gut funktioniert. Und da, finde ich, sollte man halt immer aufpassen, aus was heraus handelt man. So, und selbst wenn da sowas ist, man muss dann keine Angst haben. So, man macht dann einfach das, was nötig ist. Ja, aber das war halt was, wo super viel mit Angst gearbeitet wurde. Und da wäre ich immer vorsichtig, wenn damit so viel gearbeitet wird. Ja, ja. Das war auf Facebook, da habe ich ja schon erzählt, da prangte dann so Horror und da lief Blut runter und da habe ich gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Also wirklich die Angst mache, aber es ging auch wirklich darum, ja, das Buch zu verkaufen. Ne? Das hat sich ja dann auch ausgestellt, das war ja gar nicht so kompatibel. Also das hätte man eher mit Begleitung vielleicht durchführen können, aber die Mittel auch ein bisschen reduzieren. Aber das war schon ein bisschen verantwortungslos. Also das wirkte wie eine Geldmaschine, dieses Buch, das Geld generiert werden soll. Und dann noch die Mittelchen bewerben und dass die Menschen die Mittelchen über ihn kaufen. Und das war schon, ja, also konnte man schon sehen, wie sich die Menschen da ins Boxhorn jagen lassen mit Angst. Aber es war schon immer so. Also jetzt auch nicht in der heutigen Zeit, oder gerade in der heutigen Zeit, wenn man es außen guckt, seit anderthalb Jahren diese Angstmache mit irgendwelchen Zahlen und immer nur Angstmache, es wird irgendwas heraufbeschworen, was eigentlich gar nicht da ist. Also ich meine, wenn man sich überlegt, wenn man mal Medien, ob das Zeitung, Internet, Fernsehen, wenn man das mal komplett weglässt, würde man da merken, dass gerade irgendwas Schlimmes da draußen ist, was angeblich schlimm ist? Wenn man nicht irgendwie die Nachrichten immer seit anderthalb Jahren, das ist ja auch, wenn du das immer wieder hörst, man sagt ja, man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dass sie zur Wahrheit wird. Die Leute glauben das dann irgendwann. Ja. Also es wird nicht zur Wahrheit, aber die Leute denken, es ist wahr, ja, schon. Denken die Wahrheit, die denken, es ist die Wahrheit. Und wie viel man jetzt auch mit der Angstmache, mit der Panikmache erreicht hat in den letzten anderthalb Jahren, ist schon erschreckend. Ja, wenn die Leute auch nicht mehr zur Vernunft kommen, nicht mehr ihren gesunden Menschenverstand einladen oder ihre Intuition, hat mir auch schon oft, also in den letzten Jahren vielleicht auch privat besprochen, dass auch die meisten Menschen
den Zugang zu eurer Intuition verloren und darauf zu vertrauen, was stimmt jetzt, was fühlt sich stimmig an und was nicht. Ne? Dass sie sich so von außen lenken lassen können, weil sie nicht mehr innerlich stabil sind und auf ihre Intuition vertrauen können. Ja, ja. Und selbst wenn so eine Situation, das ist ja allgemein, finde ich, ein psychisches Thema, wenn so eine, auch wenn im Äußeren irgendwas kommt, was halt wirklich schlimm ist, so, egal was das sein mag, es ist immer die eigene Reaktion auf die Situation. So, es gibt Menschen, die sind durch die schwersten Ereignisse durchgegangen und sind dadurch gestärkt rausgekommen. Weil es ist immer die Entscheidung selber, ob man ja, sich da verwunden lässt oder weise wird und halt lernt aus der Situation, egal wie hart die sein mag. So, es gibt Menschen, könnt ihr mal auf YouTube schauen, gibt es ein Video von, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der hat keine Arme und keine Beine so und war auch erst depressiv und jetzt der steht halt auf Bühnen weltweit und inspiriert halt Tausende von Menschen so oder Millionen, ich weiß nicht, wie viel er erreicht hat, also ist ziemlich bekannt auch. Es ist immer die Sache, wie man dann auf eine Situation reagiert, noch egal wie schlimm die sein mag und man sich das auch nicht wünschen mag, aber es, man muss sich auch mal diesen Ängsten stellen und mal sehen, hey, dann ist es halt so, was kann ich jetzt machen in einer Situation? Und oft genau in den Nachrichten werden sowieso die Sachen immer so angstmachend hingestellt. So, es bringt überhaupt nichts für die Situation Angst. Normalerweise viele sagen, natürliche Reaktion. Der Mensch kann sich entscheiden, wie er auf eine Situation reagiert. Und meistens im Normalfall bringt einen Angst nicht weiter. So, Adrenalin bringt einen vielleicht weiter, wenn man dann wach ist, klar ist, fokussiert und wegrennen muss. Aber die Angst lähmt eher und bringt einen überhaupt nicht weiter. Und wenn man innerlich eher dahin kommt, dass man dann einfach guckt, was kann man machen in dieser Situation und merkt, es gab mal so ein schönes Hörbuch, also ich fand das ganz schön, es ist eigentlich ein Kinderhörbuch oder Buch, Army von den Sternen hieß das. Und da landet so ein Außerirdischer auf dem Planeten, auf der Erde und dann sagt er zu so einem kleinen Kind so, oh, ihr macht euch immer Sorgen. So. Es ist unnötig so, ja, macht ihr euch denn gar keine Sorgen? Nee, wir machen uns keine Sorgen, wir kümmern uns drum. So, wenn irgendwas ist und nicht passt, so, es bringt nichts, es ändert nichts an der Situation, wenn man sich Sorgen macht, wenn man Angst hat und sich in irgendwas reinsteigert. So. Und das heißt nicht, das dürfte man halt dann nicht den Fehler machen, dass man die Realität ignoriert, sondern man schaut sich die Dinge an, wie sie ist. Und dann kann man was verändern und einfach sich drum kümmern, so, und macht halt sein Bestmögliches. Und wenn man dann sein Bestmögliches macht, merkt man auch, so, man ist wirklich wieder in der Verantwortung, in der Macht drinnen und kann halt was verändern und gucken. Ja, ja, weißt du, was ich sagen wollte? Also eine Angst ist ja auch eine, also es ist ja auch so ein emotionales Thema, wenn man Angst macht. Und mir fällt auch immer auf, so in den letzten Jahren der Vergangenheit, man spielt, also man emotionalisiert auch die Menschen, um gewisse Reaktionen hervorzurufen, sei es, dass man gerade in Kriegsgebieten mit Kindern oder dass irgendwas Schlimmes mit Kindern passiert. Das war in der Vergangenheit, und das ist eigentlich als neues Phänomen, schon immer so, dass man Menschen in eine gewisse, gab es auch Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, also es hieß da, ja, die würden Kinder, die deutschen Soldaten oder der Kaiser, die würden Kinder essen. Da gab es ja so Propagandaplakate. Das ist ein altes Phänomen, immer mit Angst oder die Leute zu emotionalisieren, gerade mit Kindern, wenn irgendwas mit Kindern passiert, ja, das fällt mir schon auf. Und da ist es wichtig, nüchtern, wirklich nüchtern ranzukommen, ja, das aus der Vogelperspektive zu betrachten und zu sagen, es stimmt. Ich meine, es gibt mittlerweile, das ist jetzt, ja, mittlerweile gibt es auch so viel Fake-Nachrichten, Fake-Bilder, dass das wirklich gezielt, dass da Kinder, die werden geschminkt, dass sie aussehen, als ob sie gerade einen Bombenanschlag halb verletzt oder halb tot überlebt haben. Es ist, das gibt es wirklich, ja. Also, ja, so mit Bildern kann man so, gerade im Fernsehen, in den Medien, man kann damit so spielen, man kann so die Menschen in eine gewisse Richtung bringen, dass sie gewisse Dinge fühlen, dass sie gewisse Dinge denken. Und ich finde, das sollte man wieder zurückkommen zu seiner Intuition. Aber was eben auch wichtig ist, ich finde, die Intuition, das haben ja viele berichtet, funktioniert am besten, dass man wieder mehr in diese Richtung kommt, wenn der Darm halbwegs stabil ist. Ja. Ja. Oder wenn man so ein gutes Körpermilieu hat, ein basisches Körpermilieu, wenn der Darm halbwegs gut funktioniert, dann kommt man auch immer wieder mehr hin, seiner Intuition, seinem sogenannten Bauchgefühl zu vertrauen und mehr so seine eigene Wahrheit finden. Ja. Die ist nicht im Außen unbedingt. Schon, ja. Bei den Nachrichten, was du gerade gesagt hast vorhin, allgemein zu Nachrichten, da ist mir halt auch immer aufgefallen,
dass die halt super beurteilend sind und auch so emotional und halt wenig faktenbasiert, so, weil es wird dann die schreckliche Tat von Darmstadt oder was auch immer, ne? Es werden immer irgendwelche Adjektive dazu genommen, irgendwelche Beschreibungen, die das in der Ecke stellen, so. Warum nicht einfach sagen, hey, da war ein Attentat, dabei sind so und so viele Menschen gestorben, aber das dann halt immer, also damit möchte ich nicht sagen, dass es schön ist, so, aber es wird halt, genau, sehr stark emotionalisiert in Nachrichten und das, finde ich, sollte man da ein bisschen mehr rausnehmen, sondern da ein bisschen mehr die Fakten bringen. Und selbst wenn man halt irgendwo im Ersten oder so die Nachrichten schaut, da sind immer solche Wörter dabei, wo das gleich beurteilt wird. Anstatt irgendwie zu sagen, da wurde das entschieden im Bundestag, wird immer gleich irgendeine Beurteilung mitgegeben, irgendein Wort, wo dann gesagt wird, die schreckliche Entscheidung oder was auch immer, ne? Die Menschen werden dahin getrieben, was sie zu denken und zu fühlen haben. Ne? Es wird dann immer gleich, kann man viel mit Worten und Bildern machen, vorgegeben wird, was gedacht und gefühlt wird. Und da habe ich mich schon vor längeren Jahren davon distanziert und mache mir meine eigenen Gedanken. Also bei mir wirkt das jetzt so nicht mehr, aber bei vielen Menschen schon. Und das ist das Problem der heutigen Zeit. Und wir dürfen wieder dahin kommen, unsere eigene Intuition, unser Bauchgefühl wieder zu entwickeln und das im Außen wirklich eher skeptisch zu betrachten, welche Illusionen um uns herum aufgebaut werden. Ja, schon. Und einfach zu diesem Punkt zu kommen, so dieser simple Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, so, das habe ich halt in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. So. Und für mich war es zum Beispiel auch in der Schule so, ich dachte dann immer, die Leute waren so super überzeugt von irgendwas und erzählen irgendwas und ich so, okay. Und habe mich immer so gewundert, warum die so überzeugt davon sind. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, die haben auch gar keine Ahnung von dem. Aber sie wissen halt selber nicht, dass sie es nicht wissen. So, und das ist halt in den meisten Fällen der Fall. So, die Leute sind dermaßen überzeugt, haben aber nicht diese klare Sicht. Und Überzeugung von irgendwas, wenn man keine klare Sicht hat, das ist halt wie wenn man im Dunkeln durch irgendeinen Saal mit Menschen durchgeht und sagt, ey, ich möchte da vorne ankommen. Und ich renne da durch, ja, ich trete jedem auf die Füße, komme da vielleicht sogar an mit Überzeugung, aber ich bin halt jedem auf die Füße getreten. Und das Gegenteil, wenn man einfach sich eine klare Sicht verschafft, die Sachen einfach mal wirklich anschaut und da keine Beurteilung reinlegt, sondern einfach mal guckt, was ist denn da überhaupt Sache, und diese Bewertung ein bisschen rauslässt, dann entsteht halt immer mehr eine klare Sicht und eine gute Regel, um vielleicht mal zu ein paar Lösungsansätzen zu kommen, ist keine Annahmen mehr zu machen im Leben. Da gibt es so ein Buch von, ich glaube, Don Miguel Rodriguez oder so hieß er. Er hat ein Buch, The Four Agreements oder die vier Versprechen auf Deutsch. Und eins von diesen Versprechen, wenn man das wirklich konsequent in seinem Leben umsetzt, das bringt einen so viel weiter. Also nur diese eine Regel, dass man keine Annahmen macht. So, man muss sich halt immer bewusst dabei ertappen, ey, mache ich jetzt eine Annahme? Und wenn man merkt, ich mache eine Annahme, dann denkt man nicht mehr drüber nach. Zum Beispiel auch so was Simples wie, ich laufe an einer Gruppe von Menschen vorbei, die lachen. So, und oft macht man die Annahme, oh, jetzt haben die vielleicht über mich gelacht, macht sich da noch irgendein Gedankenkarussell. Aber wenn man so bewusst ist, das dann beobachtet, ey, ich mache jetzt eine Annahme, dann kann man das halt durchbrechen und merken, ey, vielleicht hat da gerade jemand einen Witz gemacht. Aber dann zu merken, ey, ich weiß es nicht, ich kann jetzt hingehen und nachfragen. So, dann weiß ich es vielleicht, aber es bringt jetzt nichts, wenn ich mir Gedanken mache und mich da irgendwie reinsteige. Und so ist es halt oft auch bei vielen Nachrichten, dass man da einfach mal reflektiert und guckt, okay. Und die meisten Leute wissen auch nicht, von was sie da reden. Der eine Experte sagt einem da wieder genau das Gegenteil. Es klingt auch oberflächlich alles recht logisch. Aber da ist es wichtig, nicht immer sich so eine fixe Meinung zu machen, sondern da gedanklich immer ein bisschen flexibel zu bleiben und zu gucken, ja, sich da wirklich seine eigene Meinung zu bilden. So. Und auch sich bewusst sein, dass man hundertprozentiges Wissen nicht erlangen kann. Wir glauben viel, also viele meinen, sie wissen, aber sie glauben nur. Ja. Also das ist schwierig. Also ich kann ja nur das wissen, was ich überprüfen kann. Wenn mir das irgendjemand erzählt, kann ich sagen, kann sein, kann aber auch nicht sein. Genau. Also deswegen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das ist in den letzten Jahren so oft bei mir aufgeploppt, weil ich dachte, ich hätte ein gewisses Weltbild und ich weiß gewisse Dinge und dann
Ich gedacht, ich weiß, ich glaube, das zu wissen. Ich glaube, dass ich es weiß. Ich kann vieles nicht überprüfen. Aber es fühlt sich eigentlich gut an, das ein bisschen zu durchbrechen. Eigentlich auch nicht zu wissen, ist das jetzt oder so, dass man einfach ein bisschen flexibel im Denken wird. Ich denke mal, wenn hier einiges mal irgendwann aufgeklärt wird, mal so von, ich denke dann immer, vielleicht wären wir ja so von, das ist immer mal so ein Spinnergedanke von mir, aber vielleicht werden wir irgendwie von außerirdischem Leben beobachtet, seit tausenden von Jahren, und die machen so Aufzeichnungen. Beobachten ganz genau objektiv, was hier so passiert, und die steigen dann mal irgendwann runter und sagen, hier so und so sieht es aus. Das ist so jetzt die letzten 1000 Jahre, da ist das und das passiert. Aber wirklich objektiv, ich glaube, wenn da, also da würden, glaube ich, viele Menschen erstmal zusammenbrechen, weil ihr Weltbild dann nicht mehr existiert. Also bin ich mir ganz sicher. Und das, ich glaube, ich würde nicht dazu gehören, weil für mich gibt es so kein Weltbild mehr, weil nicht mehr so fest, so starr. Und das ist ganz gut, sich eben auch von außen mal wieder zu den Emotionen zu kommen, nicht so zu emotionalisieren lassen, im privaten Bereich auf alle Fälle, ne? Aber nichts, was von außen kommt, von irgendwelchen fremden Personen im Fernsehen oder irgendwelchen fremden Autoren in Zeitungen, ist immer sehr nüchtern und sachlich betrachten. Und ich denke, das fehlt manchen Menschen, die lassen sich noch zu leicht emotionalisieren. Wut, es wird schnell Wut erzeugt, Angst, Frust. Also eigentlich so Emotionen, die unserem Körper auch gar nicht gut tun. Da gibt es ja auch so ein Schaubild, wo man sieht, wenn man Wut und Frust und Liebe und Freude fühlt, wie der Körper, ich weiß, das gibt, glaube ich, in Farben, in Rot und Blau oder so einen harmonischen Körper, und wie jemand aussieht dann, der wütend ist, der frustriert ist, der hasst oder so. Ne? Also da sollte man immer wieder dahin kommen. Ich meine, negative Emotionen, wenn man mal wütend ist oder frustriert, das gehört auch alles dazu. Das soll man auch gar nicht so unterdrücken. Aber man sollte immer genau schauen, wo kommt denn das her? Also wenn es im privaten Umfeld mal, wenn man mal jemand wütend ist auf einen Freund oder eine Familie oder frustriert, dann ist das ja echt. Und das kann man miteinander klären. Aber wenn jetzt Wut und Hass und Angst geschürt wird über die Medien, dann haben wir gar keinen Zugang dazu. Wir können es ja nur mit uns selber lösen, nicht mit denen, die Angst verbreiten. Und deswegen sollte man da immer schon differenzieren. Gefühle dürfen auch gelebt und hochkommen, sollen ja auch nicht unterdrückt werden. Man muss immer schauen, wo sind denn die Ursachen, wie kann ich das jetzt wieder auflösen? Schon. Genau. Ja. Ja, da haben wir erstmal, denke ich mal, so unsere Gedanken mal geteilt mit euch. War auf alle Fälle auch ein interessantes Thema. Ja. Ja, was sagen die Zuschauer? Was haltet ihr davon? Diesem Emotionalisieren oder Angst machen, gerade auch vielleicht in Bezug, was so in den letzten 1,5 Jahren passiert ist oder eure eigenen Erfahrungen. Da freuen wir uns über regen Austausch und. Ja, wünsche euch alles Liebe, alles Gute, dir nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, lieber Tobias. Ciao. Ciao. Ciao, macht's gut.